Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Fred und ich bin die Hauptrolle in dem Film, den Sie sich gleich angucken sollen, ne? Wollen. Eigentlich wäre es nicht die Hauptrolle gewesen, weil dieser Film war ja gar nicht als Film, sondern als Theaterstück geplant. Es war als Theaterstück. Aber das wäre Pest gewesen, weil dann wäre es ja nicht die Hauptrolle. Weil dann hätte der Erik Verheerer aus Luxemburg das gespielt, der aber ständig im Lockdown war, oder wir waren im Lockdown, also ständig waren hier die Lockies, Downs, und deshalb, ja, da kamen wir nie zusammen. Das ging nur übers Internet. Telefoniert haben wir auch, nicht wahr? Aber wir haben uns nie wirklich gesehen. Das ist das ganz Besondere. Wir sind hochmodern, obwohl wir ohne Technik arbeiten, ne? Also ganz modern, Internet, aber ohne alles, nicht wahr? Und ich, Fred, bin die Hauptrolle. Das wollte ich nochmal ganz doll sagen, deswegen freue ich mich sehr, weil das ja eine ganz seltene Sache für mich ist, hier die Hauptrolle zu spielen. Also man muss vielleicht auch noch sagen, dass dieses Theater-Filmprojekt, was jetzt natürlich ein Filmprojekt ist, was Sie ja gleich sehen werden, und ich rede nicht um den heißen Brei herum, sondern ich komme gleich zur Sache, dass das ja auch nicht gefördert wurde vom Ministerium für Bildung und Kultur. Weil im Saarland sind die Themen Männer und Wasser einfach noch nicht interessant genug für die Jurys. Deshalb trotzdem heute hier mit mir in der Hauptrolle, nicht wahr? Man muss so sagen, wir haben natürlich ganz klare Männerthemen gewählt, wie zum Beispiel auch Whisky. Und eine kleine Anmerkung, der Whiskyverbrauch oder die Unkosten für den Whisky von der Produktion, die ja über lange Wochen ging, die sind noch nicht gedeckt. Und ganz zum Schluss können Sie über die Webseite die Kontonummer suchen oder können Sie vielleicht noch was einzahlen, wenn Sie wollen, damit wir die Unkosten, Produktionsunkosten der Whisky-Szene decken können. Ansonsten wünsche ich Ihnen ein gutes Durchhalten bis zum Schluss. Und dann wird es nämlich nochmal richtig, egal. Also viel Spaß mit Ihrer Hauptrolle, Fred, das bin ich. Bis dann. Hey Leute, lebt ihr recht gut? Ja, man sagt man. Und der Theatermann spielt mit Puppen? Vorstellungen für sich. Euch. Die Pole Protonen, gut. Schlechte Zeiten für Deutschland. 75 Jahre kein Krieg. Oh, in den Staaten sehnen sich einige nach Bürgerkrieg. Hier fangen sie auch schon an. Seitlich hervorragende Denker. Und ihr? Was meint ihr? Ich habe zugeschaut. Ein SARS-Coronavirus zur Planetenseuche mutiert wurde. Jetzt macht er von alleine weiter. Früher wussten sie nicht, was das für eine Pest ist. Heute hat er einen Namen und eine Nummer. Etwas berichten können. Dafür steht jetzt ein Kreuz an der Straße. Zur Ehrung meiner Wenigkeit. Ja, früher war ich noch was wert. Früher war alles besser. Die Seuchen gehen irgendwann vorüber. Maskeraden wickeln sich an ihren
neue Seuchen. Das ist ein Sauwetter. Fred, das ist ein verdammtes Sauwetter. Und es ist kalt. Schau dir doch mal den Fluss an. Siehst du das, den Fluss? Das ist ein reißender Strom. Oh. Ja. Du, die haben gesagt, dass das Schiff einen saustarken Motor hat, okay? Hast du den dir angeschaut? Ich meine, hast du den Motor gecheckt, Fred? Klar, das springt an und rührt wie ein Hirsch. Was? Springt an und rührt wie ein Hirsch? Wie ein was? Na, wie ein Hirsch. Egal. Seit wann hast du denn Ahnung von Technik? Fred, jetzt komm endlich raus aus dem Schorf. Mann, Fred, das soll ein gutes Boot sein. Fred, hast du es dir zeigen lassen? Natürlich. Ganz einfach. Sock ziehen, Schlüssel drehen, idiotensicher, kein Thema. Sicher? Klar, sicher. Du meinst, es kann nichts passieren? Mann, Junge, wir leben im 21. Jahrhundert, was soll denn da passieren? Sicher? Mann, idiotensicher. Aber Fred, mal ehrlich, bei so einem Wetter, Männer fahren immer bei so einem Wetter, bei Sturm,
Hör auf zu heulen! Wir haben Whisky, Whisky! Ich trinke doch aber lieber einen Wein. Mann, Junge, erzähl mal, wer hat dies denn rausgelassen? Und du willst ein Kumpel sein, ein echter Mann? Erzähl mir mal lieber, wie hast du geschafft, dass deine Alte dich gehen lässt für ein paar Tage, hä? Naja, vielleicht hat sie Wasserprobleme. Was? Naja, ich hab... okay, ich bin eigentlich auf einer Tagung. Boah, ist das saukalt hier. Feige Sau! Du, das hat nichts mit Feigheit zu tun, ja? In meinem Alter ist man klug genug, sich nicht mit seinen Frauen anzulegen. So. Dann lass uns ablegen. Dieses Abenteuer bestehen gegen Tod und Teufel. Wie echte Männer. Den Horizont im Blick. Wir sollten noch besseres Wetter warten. Quatsch, wir haben noch Whisky. Und außerdem, was soll denn passieren, mein Freund? Wenn wir keine Lust mehr haben oder es noch kälter wird, dann geht's richtig los. Und dann können wir immer nach rechts ranfahren, weißt du? Und dann können wir eine Bohnenschlumpfsuppe kochen du meinst, wir könnten dann vielleicht was trinken? Ja, Whisky! Whisky! Oder einen Schluck Wein, na klar! Das Wetter wird doch aber nicht besser. Es ist so saukalt. Mann, sei nicht so ein Weichei! Auf See sagt man Landei. So, ja, und wir sollten vielleicht doch, ich meine, also gut, du meinst raus aus dem sicheren Hafen? Und, also gut, dann lichten wir den Anker. Du meinst, wir lösen den Tower? Ja, natürlich meine ich das, logisch. Dann los, oder? Aber ich gebe zu bedenken, dass wir das Boot nicht kennen. Was soll denn passieren? Hab keine Angst, mein Krieger. Hab keine Angst. Und ich meine, glaubst du wirklich, dass das hält hier? Das sieht ganz schön alt aus. Fred. Alles klar. Ich freue mich ja schon lange auf dieses Männerabenteuer. Also, dann lass uns losfahren. Losfahren. Ja, Wasserabenteuer! Ja, Wasserabenteuer! Mach mal Urlaub. Sei frei und lehn dich in dich zurück. Sei frei und lehn dich in dich zurück. Mach mal Urlaub. Sei ein Mann ohne Kraft und Ruhe. Sei ein Mann ohne Kraft und Ruhe. Mach mal Urlaub. Sei einfach locker und trink einen Schluck. Sei einfach locker und trink einen Schluck Urlaub. Mach mal Urlaub. Prost! Also, mein Freund, was willst du trinken? Du, ich hab einen essguten Lagerwulli mit. Jetzt lass uns erst mal losfahren, dass der Motor warm wird. Komm schon! So! Dann wollen wir mal. Jetzt geht's los, mein Freund. So. Das ist was für echte Männer. Was willst du trinken? Ein Coutumon oder ein Sancerre? Oder willst du ein Cremon Megala? Was willst du? Sag schon. Vorsicht, du musst links fahren. Links! Du meinst, siehst das Backboard? Was siehst du denn im Baumstamm nicht, der noch mit der Strömung an Gras kommt? Hey, komm, Fred, pass auf! Scheiße! Links! Rechts! Rückwärts! Lärm! Oh, verdammter Mist! Scheiße! Also, das war knapp. Das
war verdammt knapp. Sag mal, kannst du nicht aufpassen? Bist du verrückt oder was? Du kannst uns damit umbringen und versenken. Ich? Oh Gott, nein. Jetzt brauche ich wirklich ein Whisky. Nur, ich glaube, wir sind für heute genug gefahren. Wir sollten uns einen Anlegeplatz suchen. Einverstanden? Hast du das mal umgesehen? Wo willst du denn hier einen Anlegeplatz finden? Vielleicht gibt's ja einen goldenen Bootssteg in der Wildnis, oder was? Du hast doch gesagt, wir können irgendwo anlegen, einfach so. Hier kann ja keiner wissen, dass hier alles anders ist als auf dem Wannsee. Das kann ja heiter werden. Toller Captain. Das ist deine Sorge. Ich hab doch gleich gesagt, wir bleiben im Hafen. Fred, komm, bleib ruhig. Ich bin ruhig. Fred, wir suchen uns einen Baum, der ein bisschen vorgesetzt ist, und dann machen wir einen Tauch rum und hängen uns in seinen Schatten, okay? Jetzt brauche ich einen Whisky. Schluss für heute. Okay? Okay. Mach mal Urlaub. Sei frei und lehn dich in dich zurück. Sei frei und lehn dich in dich zurück. Mach mal Urlaub. Fred, was ist denn los? Wie kommt der Baum auf unser Dach? Tobfred, der Baum ist auf unser Dach geknallt! Verdammt! Tobfred, wo bist du denn? Wir sind Ken! Der Baum muss weg! Fred, ich versuche den Baum wegzuschleppen! Ich geh drücken! Achtung, Fred! Fred, wir müssen das Schiff losmachen! Verdammt! Ich mach die Leinen los. Hey, die gehen ja meterweise runter ins Wasser. Verdammt nochmal, das Wasser ist über Nacht mindestens einen Meter gestiegen. Fred, hör zu, ich starte den Motor und du versuchst, den Baum wegzustemmen. Alles klar, Fred, wo bist du denn? Fred, die Leinen kappen. Kümmer dich um das Dach und versuch uns zu retten. Ich übernehme das Steuer. So. Fred, du musst... Was ist denn das für ein Dach? Wieso muss ein Dach aus Bläs sein? Wir sind doch ein Schiff, wir machen so Unsinn! Oskar! Es kriegt das Dach nicht gehalten! Oskar! Wie konnte der Fluss über Nacht so weit anschwellen? Das gibt's doch nicht. Hör zu! Fred, ich versuche, unter dem Baum wegzufahren. Und ich mach's ganz langsam, nicht, dass ich uns umbringe, okay? Achtung! Hey. Verdammt! Hey, bist du wahnsinnig? Wir kippen, der Baum drückt uns unter Wasser! Ich fahr nach links, du meinst, es ist ein Backbord, halt doch die Klappe, Mann! Ruhig! Weiter nach links, Backbord, sag es doch! Hör zu, Fred, der Baum muss weg, sonst schaffen wir das nicht! Was hab ich damit zu tun? Na, du musst den Baum wegdrücken! Scheiße! Oskar! Oh, so eine Sache, also. Doof, oder? Es ist, glaube ich... Na also, jetzt haben wir endlich... Dann hätten wir mal ein Dach gehabt. Jetzt haben wir ein Cabrio. Auf nichts lässt, oder? Cabrio bei Regen ist ungünstig. Aber besser wie schwimmen. Verstehst du? Naja, du vergisst, dass uns das Wasser bis zu den Knien steht. Und es regnet. Ja, das stimmt auch. Apropos Regen. Fred... Hast du dir die Lenzpumpen, also die Pumpen, die das Wasser aus dem Schiff arbeiten, zeigen lassen?
Klar ist das machen lassen. Laufen doch schon. Mist. Lief. Blöd. Cabrio. Und keine Lenzpumpe und kein Strom. Scheiße. Es muss doch noch eine Batterie geben. Gibt immer zwei oder drei. Wo ist die andere Batterie? Jetzt geh, schau und mach schon. Wasser, 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 wie überflüssig. Schön vorsichtig. Weißt du es? Klappt nichts. Wir brauchen mehr Licht. Hör zu. Pass doch auf! Es ist sowieso nachts. Ich sehe nichts. So blöd, oder? Die Strömung ist viel stärker als gestern. Ich versuche uns im ruhigen Wasser zu halten. Wenn uns jetzt noch ein Baumstamm erwischt, dann war's das. Okay, schön vorsichtig. Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich könnte so etwas haben, wo wir hier runter. Ich will nicht sterben! Ja, auf jeden Fall nicht im Bademantel. Deine Eitelkeiten kotzen mich an! Bleib ruhig, Fred. Schaffen das. Nicht den Männer wie wir, oder? Das kann die Wildnis doch nicht klein hauen. Also, wann wird es endlich Tag? Wann kommt endlich Licht? Es kann nicht mehr lange dauern. Hör zu, Fred. Mir ist saukalt. Ich gehe und zieh mir was Trockenes an. Was anderes, okay? Du übernimmst. Ich soll steuern? Ich bin völlig nervös und... Scheiße, wieso musst du denn in meinem Schlafanzug schlafen? Weil ich Kultur habe. Kultur ist Scheiße! Jetzt nimm das Steuer, Fred. Scheiße! Scheiße! Scheiße, Alter! Ja. Fred, was machst du denn? Ja. Scheiße, Fred! Mann, du hast doch den Baumstamm zu! Schon wieder! Fred, drück ihn unter Wasser, schnell! Scheiße! Nicht nochmal! Verdammt, der drückt das Schiff feindlich! Wir kippen! Ha! Fred! Fred! Ja! Fred da! Der Tag! Es wird langsam Licht! Hallo! Das war verdammt knapp! Ich bin noch zu voll, ich will nach Hause! Ich will nicht sterben! Endlich Licht! Es hätte verdammt aber schief gehen können! Ich brauch Whisky! Dein blöder Whisky! Ach. Will Held sein, Mann will schnell sein, die Welt erobern im Nu, Nu, Nu. Die Sterne sind ein Glorienschein, manchmal. Jetzt stehe ich mittendrin.
ist das möglich? Wie konnte das passieren? Es war doch alles ganz einfach. Ich hatte doch alles unter Kontrolle. Oder glaubte ich es nur zu kontrollieren? Das war eine richtig blöde Idee. Männerabenteuer in der Wildnis. Mist. Ich stehe barfuß. Mit Bademantel im eiskalten Wasser. Und doch bin ich glücklich, dass der Tag anbricht und wir nicht in diesem Szenario der Dunkelheit gesunken sind. Wenn die Prognosen der Wissenschaftler über die Zukunft der Erde recht behalten, dann... Ach, Blödsinn. Kälte zwickt in den Beinen. Dort eine vorbeirasende Plastikflasche. Könnte es nicht wieder Sommer sein? Wie lassen sich unsere Begehrlichkeiten, unser Konsum und die Gier nach Profit zügeln die doch nach aller Voraussicht das Biosystem unserer Erde erwürgen wird? Mir ist kalt und ich bin nass. Was geht mich das an? Schon wieder vorbeirasende Plastikflaschen. Es geht mich das an! Ja, mir ist kalt und ich bin nass und seltsam überall dieser Müll. Ist mir sonst gar nicht so aufgefallen. Seltsam. So eine Scheiße. Ich denke, dass du recht hast. Wir wissen nicht mal genau, wo wir uns befinden. Hm, Fred? Na, irgendwo zwischen Holland und Frankreich, oder? Wildnis-Szenario in Europa. So ein Mist. Trinkt uns noch Whisky. Du, Fred, ich glaube, dass wir uns mit unserer Abenteuerfahrt irgendwie ein bisschen überschätzt haben. Und ich denke, dass wir vielleicht einfach nur einen kleinen Fehler gemacht haben. Du, Fred, der Whisky tut gut. Ja, Whisky am Morgen vertreibt... Whisky am Morgen vertreibt Kummer und... Ja, Whisky am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So. Richtig. Ich brauche nur ganz schön viel Whisky, bis meine Füße wieder warm sind. Außerdem viel zu viel Wasser drinnen und draußen. Du, Oskar, ich hätte nie gedacht, dass Natur so viel Müll transportiert. Sieh mal da! Eine Plastiktonne, ey, die können wir doch als Beiboot benutzen, oder? Was sagst du? Hä? Sei froh, dass wir dafür nicht verantwortlich sind. Na gut, dann gehen wir uns Schluck Whisky trinken, komm schon. Das Wasser aus dem Schiff gepumpt. Es wird trocken.
Mein Handy hat Wasser gezogen und da geht gar nichts mehr. Meins ist auch leer. Hör auf. Gar nicht schlecht, Whisky. Das ist alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Was für ein Blödsinn. Was siehst du? Von blöde Idee. Ziff kaufen, Männer am Tag auf dem Fluss und Whisky saufen. Alles trübsinniger Schwachsinn. Außerdem habe ich Kopfschmerzen vor dem Lafroy. Ach komm. Aber das mit dem Whisky war deine Idee und es war nicht die schlechteste. Ja? Hör mal, das ist Wahnsinn. Wir müssen zurück. Zurück? Bei der Strömung? Das ist verrückt, das geht nicht. Du wolltest das Abenteuer, also komm. Das ist Wahnsinn. Ich will nach Hause. Fred, wir sollten versuchen, aus dem Plastikmüll ein Dach zu bauen. Weißt du, der Regen hat aufgehört und das Wetter wird besser. Und den Hebel? Ja, suchen wir uns einen Anlegeplatz. Okay. So eine letzte Nacht oder wie, hä? Das ist doch nur Nebel. Hey, sieh mal da hinten, Kühlschrank. Was ist wo? Vielleicht ist noch was zu essen drin. Ja, unser Kühlschrank ist mit dem Wasser ja ausgegangen. Und der eingeschwemmte Modder vom Fluss hat alles versaut. Ja, aber was zu essen wäre gut. Oskar, ich hab Knast. Lass uns anlegen. Bei dieser Sicht, da kannst du nicht einschätzen, wie weit das Ufer weiter weg ist oder wie weit es wirklich weg ist. Aber ich meine, im Endeffekt ist es so, wenn das Wasser so schnell sinkt, wie es gestiegen ist, könnten wir mit dem Schiff auf dem Land aufsetzen. Und dann ist doch Blödsinn. Überall Wasser, wie überflüssig. Ja, aber bei dem Schlamm siehst du doch nicht, wie tief das Wasser ist. Du hast ja nur Schiss. Was jetzt wieder? Was ist denn jetzt wieder? Der Motor ist ausgegangen. Ich bin doch nicht blöd. Dann los, mach ihn wieder an, schnell. Schnell, wir treiben ab, mach schon. Geht nicht. Das dazu den Motor überprüfen. Hey! Das kann aber nicht wahr sein, das bin ich schuld, oder was? Na du, aber du hast doch gesagt, du hast den Motor gecheckt. Hey, das geht mir wirklich auf den Senkel, Alter. Kann aber nicht sein, weißt du? Jetzt das ist alles deine Idee und jetzt bin ich schuld, oder was? Und jetzt wäre völlig auf die Ketten! Das ist eine verdammt gute Idee. Was? Na, das mit den Ketten, wir lassen den Anker ins Wasser. Was ist denn für ein Anker? Haben wir einen Anker? Jedes Schiff hat einen Anker. Logisch. Da vorne, warte mal, ich kümmere mich drum. Schnell! Schnell! Ja, was ist jetzt aber mit dem Motor? Wie, woher soll ich denn das wissen, wenn ich der Maschinist oder was? Ja, du bist dafür verantwortlich, musst du doch machen. Jeder hat seine Aufgaben. Ich passe hier auf den Stuhl auf und die Steuereinheiten und du musst dich um den Motor kümmern. Weißt du was, du gehst mir völlig auf den Keks. Wir sollten anlegen. Nein, das geht nicht. Siehst du was dort hinten? Sag mal, Fred, siehst du irgendwas? Na, nur Nebel und Wasser. Ja, wir sollten warten, bis der Nebel sich verzieht und dann legen wir an, okay? Nein, verzieh du nicht. Weißt du was, ich mache erstmal was zu essen. Nicht kann ihren Willen ticken. Nicht
Bälle kicken. Männer haben immer Glück. Sie müssen nur so tun und fest dran glauben. Ihre Frauen leiten ihr Gehirn. Frauen können ihren Willen klicken. Frauen können ihren Willen klicken. Sag mal, Fred, was ist? Schau mal da hinten. Da ist doch irgendwas. Wen interessiert das? Hat das irgendwas mit unserem Motor zu tun? Manfred, das sieht aus wie ein Netz oder ein Strick. Und? Wofür brauchst du das? Willst du das mitnehmen zum Flohmarkt oder was? Manfred, es könnte doch sein, dass sich das um die Welle von der Motorschraube gewickelt hat. Und deshalb ist der Motor ausgegangen. Ich meine, das wäre doch eine Erklärung, oder? Und was bedeutet das jetzt? Was willst du mir damit durch die Nadelohrkapsel sagen, Oskar? Ich will nur andeuten, oder besser gesagt, ich will sagen, einer von uns beiden muss ins Wasser. Was? Hey, diese Plastikjauche? Da kannst du mir alle Krankheiten der Welt holen. Ich bin da nicht wahnsinnig. Du bist völlig verrückt geworden. Ja, aber willst du warten, bis hier ein Urlauber vorbeipaddelt und unser Problem klärt, oder was? Mist, Mist, Mist! Komm schon. Du bist doch völlig übergeschnappt. Komm, lass uns auslosen. Okay? Komm schon. Fred, das ist ein Spiel. Alles ein Spiel. Diese Fahrt ist kein Spiel. Losen! Los! Sieh. Und? Mist! Fred, hier. Nimm wenigstens die Schwimmweste, okay? Was? Das ist eine Kindernudel. Das ist eine perfekte Schwimmweste. Du hast die Arme frei, du kannst dich frei bewegen. So ein Quatsch. Sag mir lieber mal, wer in alles in der Welt schmeißt denn hier Netz in den Fluss? Oder besser gesagt, wo kommt hier im Niemandsland Netz her? Ich bin in der Wildnis, bin umgeben von Plastik und Netzen. Du Fred, ich glaube, du kannst in diesem Fluss, kannst du alles finden, was es in der Zivilisation gibt und was nichts mehr wert ist. Das Netz ist sicher völlig zerrissen und kaputt. Okay, gut, dann wollen wir mal. Moment mal, das ist nicht mehr der Hauptfluss. Wir befinden uns auf einem Seitenarm, würde ich sagen. Wir sind auf einen Seitenarm abgefahren. Fred, wie lange denn schon? Verdammter Nebel! Deshalb hat sich auch die Strömung merklich geändert. Fred, wahrscheinlich liegt der Hauptfluss oder das Strombett vom Hauptfluss genau hinter uns. Was sagst du? Ach, deine Aussage! Ach, komm, Fred. Okay, hör zu. Gut, Fred, bist du soweit? Hast dich umgezogen, was machst du denn? Komm schon! Hast ja recht mit deinem Hauptfluss. Alles gut, Fred. Also, wie siehst du denn aus? Komm hoch. Wow. Also mit dem Messer zwischen den Zähnen und der Schwimmweste siehst du echt aus wie ein richtiger Pirat. Wow, echt gefährlich. Dann solltest du das in Acht von mir nehmen. Hast du das verstanden? Weil ich bin Fred, der Schrecklichste. So. Oskar, da hat sich wirklich was um die Welle gewickelt. Und es sieht wirklich auch noch aus wie ein Netz. Ich versuche es abzuschneiden. Verdammt, das geht so tief runter. Oskar, kannst du mehr auf den Bug, also nach vorne aufs Schiff gehen, damit das hier hinten ein bisschen hochkommt, wie eine Wippe, verstehst du? Und dann brauche ich wenigstens nicht in diese Jauche tauchen. Pff, Mist. So, wir haben doch keine Dusche, oder? Das ist echte Männerarbeit, sag ich's dir. Abenteuer pur mit dem Messer in der Hand. Hier ist der Pirat Fred am Arbeiten. Aber Piraten arbeiten noch gar nicht. Ist egal. Doch, mit meinem Gewicht kann ich gar nicht dienen, Fred.
Und, kommst hinten hoch, oder was? Du hast offensichtlich viel Spaß da vorne. Du brockst uns den Mist ein und ich muss das auslöffeln und in diese Jauche tauchen. Ja, es ist hochgekommen. Geht so, und alles klar. Ja, verdammt, ich bin zugenäht. Zähes Zeug. Mit meinem Gewicht kann ich gerne dienen. Und der Ausblick, der hat was. Von verschollenem Nebel des Dschungels. Hey, Fred! Klappt das? Kommt das Schiff vorne hoch? Hinten hoch, meine ich, Fred! Ja, das heißt, gutes Gewicht zu haben. Ja, damit diene ich auch gerne. Super. Fred, ich sag dir, das hat was hier. Das ist... Und als Ausguck, Fred, bin ich der Allerbeste. Ich sehe alles. Adleraugen, sag ich dir. Adleraugen. Jetzt sehe ich zum Beispiel einen Baumstamm. Da kommt schon wieder einer, aber keine Angst. Der ist nur um die 2 Meter, nichts Gefährliches also. Alles klar. Verdammt. Fred, der schwimmt da gegen die Strömung, wie kann das sein? Hä, wie geht denn das? Mist, das ist ein Vieh. Verdammt nochmal, Fred. Komm schon, Fred, da kommt irgendein Vieh. Raus aus dem Wasser, halt dich hier fest, komm schon. Halt dich bei mir fest, Mann. Komm. Komm, halt dich fest hier. Komm schon, halt dich fest, Junge. Ja, Fred. Fred, komm, gib mir deine Hand, komm schon. Das Vieh kommt. Fred, gib mir deine Hand, komm doch. Fred. Scheiße, das ist ernst, komm doch. Was sollst du denn machen? Wo bist du raus, Oskar? Fred, komm doch. Komm da her, Fred. Ich kann dich nicht halten, Fred. Mach doch, verdammt nochmal. Du musst das Vieh ablenken. Sonst meine Hand weg, mach doch. Halt dich fest, Fred. Hier, friss das. Das war mein Bademann. Komm schon, Fred. Komm raus da. Komm doch. Fred, komm. Du bist so scheiß schwer. Ich? Du bist schwer. Komm, hilf mir doch. Du musst mich helfen. Vorsicht. Der Baumstamm springt. Fred, ich hab dich. Komm schon. Da. Ja. Komm, Fred. Fred, komm schon. Komm. Fred, was ist denn los? Komm, Alter. Wieso hast du denn immer noch das Messer, Fred? Alles gut? Oskar, der Baumstamm ist Krokodil. Beine bereit. Hab ich doch schon, sonst hätte er doch alles abgerissen. Das Vieh zieht mich ins Wasser, Oskar. Oskar, halt mich fest. Oskar, halt mich fest. Ich hab dich. Fred, ich hab dich nicht loslassen, Oskar. Halt mich, bitte. Warte, warte. Die Stimme ist, du musst weg. Warte noch. Alles gut, mein Freund, alles gut. Alles gut, ganz ruhig. Danke, ich hab die Schnauze voll. Alles gut, Oskar. Hat doch nur deine Schwimmweste zerfetzt. Was, du, meine Schwimmweste? Hast du das Vieh nicht gesehen, oder was? Ich hab mich gehört. Mann, Oskar, beruhige dich. Komm runter, es ist nur deine Schwimmweste. Glücklicherweise hat er scharfe Zähne gehabt. Was? Glücklicherweise? Das Vieh hat mich fast gefressen. Ja, aber glücklicherweise nur deine Schwimmweste. Guck, du hast ganz friedlich jetzt. Der ist satt. Verdammt. Scheiße. Los, ruf sofort einen Rettungshubschrauber, der sonst hier rausfliegt. Das ist ja schlimmer wie Jurassic Park. Hey, 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 ganz ruhig, Fred, ganz ruhig. Wir schaffen das, alles gut. Du weißt doch, die Telefone gehen nicht. Das ist mir egal, sonst krepieren wir elendig. Im Sumpf des Vergessen. Hey, hey, ganz ruhig, Fred, wir schaffen das, ehrlich. Hast du nicht gesehen, das Vieh wollte mich fressen? Deshalb, du, es hat einfach scharfe Zähne gehabt und deine Schwimmweste war einfach verlockend. Er wollte einfach einen Stoffsteak. Willst du mich verarzen, oder was? Ich will nach Hause. Fred, komm hier, ganz ruhig. Ich weiß nicht, ich frag mich nur, wer wirft hier im Fluss ein Krokodil? Die schmeißen alles weg, was sie nicht mehr brauchen. So sind die Menschen nun mal. Ich will nach Hause. Komm, wir trinken Whisky, damit alles gut. Will kein Whisky, ich will nach Hause. Was, du willst kein Whisky? Nein! Ja, Männer sind heilig und haben es niemals richtig eilig. Sie sind biegsam und bequem und lieben bis ans Extrem. Ja, Männer sind heilig und haben es niemals richtig eilig. Sie lieben Blumen und
Vraiment und tun alles, was sie sollen, nur für dich, für dich, für dich, für dich. Ja, Männer sind heilig und haben es niemals richtig heilig. Sie lieben das Bauen und sie bauen für Frauen. Ja, Männer nicht heilig, denn sie sind ja richtig, richtig, richtig heilig, ja heilig, heilig, ja heilig. Fred, was baust du da? Das ist eine Wasserfilter. Anlage. Ist doch klar. Okay, das ist eine Wasserfilteranlage. Und wie soll deine komische Wasserfilteranlage funktionieren? Sag mal, und was hast du da alles genommen? Das ist ganz einfach. Du lässt einfach immer das Wasser von einer Flasche zur anderen fließen und dann reinigt sich das durch das Fließen in den Flaschen, wird es ganz sauber, also fast sauber. Ja, verstehst du? Ja, aber okay, wofür brauchen wir die? Ich meine, das ist doch ganz klar, wir haben kein Wasser mehr, der Trinkwassertank ist alle. Es wollte dusen, ganz klar, war Dreck, es hat gestunken, hab es geduscht, aber dummerweise ist der Tank leer. Wir haben kein Trinkwasser mehr. Bist du verrückt, kein Trinkwasser mehr? Und diese Anlage soll funktionieren? Ne, wir haben nichts Besseres. Tolle Sache, und wo hast du das Wasser her, was du filterst? Na, aus dem Fluss. Was? Du meinst, du hast das aus dem Fluss, da wo die ganzen toten Katzen schon da, siehst du eine? Das gibt's doch nicht. Eine tote Katze. Dann hat es ja gar keinen Sinn mit meiner Wasserfilteranlage. Du, ich glaube, mit deiner Wasserfilteranlage kommen wir nicht so weit, oder? Na, die muss ja nichts halten, die muss filtern. Ja, aber überleg doch mal, da sind tote Katzen drinnen. Ja, dann macht das natürlich keinen Sinn, ja. Aber wir haben doch Whisky! Meinst du wirklich, wir können nur vom Whisky? Ich meine, wir sitzen hier fest und der Motor geht nicht. Das ist aber nicht meine Schuld. Meine auch nicht. Wird schon irgendwas passieren. Wir kommen schon wieder raus, Fred. Ich habe gehofft, dass diese Science-Filteranlage funktioniert und wir noch ein paar Tage überleben können. Aber mit Whisky kann ich Monate überleben, oder? Ich glaube, nur Alkohol, das ist... Was macht ihr hier noch? Schluss mit dem Theater. Habt ihr noch Träume? Ich weiß, wie das ist. Ich habe noch mehr zu bedenken. Ohne klares Wasser gibt es kein Leben. Auch keinen Whisky. Wachsen keine Körnchen, aus denen Brot und Schnaps gemacht werden. Noch, ja, noch gibt es scheinbar genug. Doch wenn die meisten schon hirntot aus der Schule kommen, falls sie überhaupt hineingegangen sind. Um Suft der Eltern oder selber. Drogen, Fettchips und Computer. Nach Richtlinie. 5 vor 12. Artikel 62.3. Der Landesbestattungsordnung ist das nichts für mich.
weil dann dürften sie sich gar nicht mehr bewegen. Auch nicht mehr mit dem Daumen tippen oder WhatsApp. Apropos Tipp, habt ihr schon eure Euro-Jackpot-Scheine abgegeben? Ich versichere jedem von euch einen durchschnittlichen Gewinn. Minus einiger schwindelnd geringen Prozentzahl für die Anbieter, welche sich schon einen sicheren Platz unter der Käseglocke auf dem Mars gesichert haben zur Rettung des Lebens. Wunderbar. Erst forciert, die Erde ausbeuten und aussaugen. Und dann, wie wunderschön, ein halbes Jahr dorthin fliegen zum Mars. Das Desaster möchte ich sehen. Wer wen als erstes umbringt. Als ob ich nicht bis dahin komme. Was mache ich dann? Ohne euch alle. Großes Thema. Wiederbelebung des ganzen Schlamassels durch Umschulung. Und wusste ja selbst nicht mehr was er wollte. Nun geht in die Tränke, trinkt einen guten Wein. Männergespräche, Frauen schweigen, Kinder singen, Musik, Kunst. Aber vergesst nie. Ohne Wasser gibt es kein Leben, auch keinen Tod. Kein Leben und kein Tod. Ja. Wieder von dem Wasserabenteuer mit Fred geträumt und wie wir da fast... kannst du mir bitte einen Kaffee machen? Mit Wasser. Und einen kleinen Schluck Whisky. Und Schatz, bitte, kannst du noch den Wetterbericht hören und gucken, ob die Katze noch da ist? Alles gut, schön, warm.